Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Nerdvermedizin. Hi. Diesmal geht es in unserem zweiten Video zum Thema CO-Intoxikation um ein paar Details, Therapie und so weiter. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, dann verlinken wir das in einer dieser Ecken. Da geht es nämlich darum, was ist CO überhaupt, wann muss man dran denken, wie rettet man die Leute, wie alarmieren die Melder und ein nicht-MPG-konformer Trick ist auch mit dabei. Aber wir hatten ja im letzten Video besprochen, da haben wir aufgehört nach hochdosierter Sauerstoffgabe. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Nämlich, wie geht es überhaupt weiter? Philipp, bevor wir direkt in die Therapie springen, was ist überhaupt eine CO-Intoxikation? Erklär es mir mal. Und was haben die Leute für Symptome? Ja, genau. Also das ist, da stichst du schon mal direkt in die Wunde, mit dem Finger in die Wunde. Also früher hat man da ganz viele Grenzwerte mal verwendet, vom COHB-Wert her. Man sagt aber eigentlich, jede CO-Exposition plus Okay. Symptomatik ist eine CO-Intoxikation, ne? Also der Patient war Kohlenmonoxid ausgesetzt und hat jetzt eine dazu passende Symptomatik, dann ist es eine Intoxikation. Welche Symptomatik? Frage ich gleich. Auch da würde ich jetzt gerne total griffig drei Sachen aufzählen und dann war es das. Aber die Symptomatik ist ziemlich bunt. Okay. Was ganz häufig ist, ist so eine allgemeine Symptomatik wie Kopfschmerz, vielleicht extreme Unkonzentriertheit oder so eine starke Abgeschlagenheit oder Schwindel und aber auch Übelkeit, ne? Okay. Das heißt, das sind viele Patienten, bei denen die wir vielleicht erstmal so abtun und bei denen wir das vielleicht auch gar nicht erkennen. Das heißt einfach da hellhörig sein, ne? Und auf den COHB-Wert, den wir in der ohnehin häufig gemachten BGA haben, nochmal genau drauf gucken. Okay, allgemeine Symptomatik, was noch? Genau. Dann gibt es die schwere Symptomatik. Das kann natürlich im schwersten Fall hin bis zu einem schwer komatösen Zustand kommen, tiefkomatös. Es kann aber auch eben sein, je nachdem, wo sich die Ischämie am meisten ausprägt, dass es mit einer kardialen Symptomatik einhergeht, also Herzrhythmusstörungen, AP-Beschwerden, EKG-Veränderungen, all das im Prinzip. Ja. Okay. Haben die auch Luftnot? Die haben teilweise auch Luftnot, ja, weil die halt eine Sauerstoffverwertungsstörung haben, und deswegen auch das. Aber tatsächlich muss man sagen, das Häufigste, wo man nicht dran denkt, ist eben diese diffuse Symptomatik, Übelkeit, Kopfschmerz, das. Okay. Und ich vermute jetzt, diese Leute werden wir wahrscheinlich auch alle in die Klinik bringen. Jetzt gibt es doch diese relativ teuren Pulsoxys, die auch nicht überall vorhanden sind, die ja irgendwie CO messen können. Denn sonst wurde mir immer beigebracht, das normale Pulsoxy kann das nicht differenzieren und zeigt eine super Sättigung an, obwohl eben ein Teil von diesem Hämoglobin, wie wir im ersten Video gelernt haben, mit CO belegt ist. Jetzt haben wir das Spezialpulsoxy, reicht das nicht? Da steht jetzt 4. Auch da wieder der Finger in der Wunde. Das ist unter Experten extrem umstritten, weil diese Messungen unglaublich unpräzise sind. Es gibt ganz, ganz viele Fehlerquellen, wenn der Finger verrußt ist, wenn der Nagellack drauf ist und so weiter und so fort. Das heißt, auf die Dinger können wir uns eigentlich nicht verlassen. Die haben für unser Management keinen Stellenwert, wenn es um den Ausschluss von CO-Intox geht. Können höchstens einen Anhaltspunkt geben, wenn da jetzt ein extrem hoher Wert ist und der Patient ist komatös, wurde aus dem Brennen rausgezogen, dann kann ich von einer sehr schweren CO-Intoxikation wahrscheinlich ausgehen. Aber ja, das war es dann auch. Okay. Das heißt, die meisten kommen in die Notaufnahme. Jetzt springen wir in die Notaufnahme. Jetzt kommen so Leute mit Verdacht auf CO-Intoxikation oder DD oder wie auch immer. Was machst du dann oder welche Kategorien von Patienten gibt es da für dich? Was ist so dein Management? Genau, also es gibt einmal die normale Patientengruppe und dann gibt es High-Risk-Patienten, auf die komme ich gleich zu sprechen. Der normale Patient, also du oder ich, wir kommen jetzt in die Notaufnahme und wir hatten eine CO-Exposition. Also zuallererst mal nimmt man eine BGA ab und guckt nach dem COHB-Wert. Ja? Dann mache ich eine ausgiebige körperliche Untersuchung, wo ich wirklich auch nochmal auf neurologische Defizite eben genau schaue, ne? Und dann mache ich als nächstes auch nochmal ein EKG, einfach um zu schauen, ist da kardial irgendetwas? Da würde ich vielleicht diffuse ST-Streckenveränderungen sehen. Ja, das ist so mein Basic Workup, ja? Aber vor allen Dingen ganz wichtig ist eben die BGA. Okay.
Jetzt, ich würde es noch ergänzen, wenn jetzt natürlich jemand mit AP-Beschwerden kommt, wo halt die DCO-Intoxikation oder Exposition oder sowas ist, macht man natürlich die übliche Abklärung. Aber das ist jetzt eh klar. Okay, wie behandle ich den Menschen jetzt? Jetzt hat er ein leicht erhöhtes COHB. Bei was für einem Wert mache ich mir Sorgen? Wie gehst du dann vor? Und, ha, brauche ich eine arterielle BGA oder eine venöse? Ich habe auf diese Frage gewartet. Ha, Die Venöse reicht. okay, sehr gut. Kurze Antwort. Sehr gut, okay, venös reicht. Also, was mache ich jetzt? Ab wann bin ich nervös bei dir jetzt? Du bist Nichtraucher. Ja, also generell kann man so als Anhaltspunkt nehmen, über 5% beim Nichtraucher spricht man dann von der Intoxikation oder über 10% beim Raucher. Aber nochmal, führend ist Exposition plus Klinik. Ja, Okay. das ist ganz, ganz wichtig. So, Therapie. Therapie, genau. Die Therapie besteht erst einmal aus hochdosierter Sauerstoffgabe, das heißt über eine Reservoirmaske, 15 Liter auf die Nase. Was schaffe ich damit und warum mache ich das überhaupt? Ich schaffe damit eine deutlich schnellere Elimination von Kohlenmonoxid-Bindung vom Hämoglobin. Das heißt, schnell ist der COHB-Wert dann wieder niedrig und damit vermindere ich die Langzeitschäden. Das heißt, das ist so meine Basistherapie, die schadet eigentlich kaum und das heißt, die kann ich dann immer machen. Jetzt der nächste Schritt. Jetzt hat der Patient eine relevante Symptomatik, ne? Starke Kopfschmerzen, AP-Beschwerden oder vielleicht sogar EKG-Veränderungen oder ist in einer High-Risk-Gruppe, dann großzügig NIF anwenden. Ne? Moment, was ist denn überhaupt die High-Risk-Gruppe? Das hast du noch gar Ja. nicht verraten, mein Das Lieber. habe ich noch nicht verraten. High-Risk-Gruppe, das sind Kinder und Schwangere. Ja. Okay. Oder relevant vorerkrankte Leute mit einer Dreigefäß-KHK oder so. Aber vor allen Dingen Kinder und Schwangere, bei denen daran denken, die sind enorm gefährdet. Warum Schwangere? Weil das fetale Hämoglobin dann vom COHB gebunden wird und das ungeborene Kind eine enorme Gefahr dann hat. Okay, gut. Also das heißt, du hast gesagt, bei High-Risk-Leuten vielleicht frühzeitig und bei Leuten mit schwerer Symptomatik, das ist quasi die zweite Gruppe, die kriegen dann frühzeitig eine nicht-invasive Beatmung. Genau, und zwar mit 5er Piep etwa und 100% FiO2. Also auch da ist das Ziel vor allem die Sauerstoff, der Sauerstoffgabe. Genau, also das senkt einfach nochmal deutlich schneller den COHB-Wert als die reine Sauerstoffgabe. Ja? Und deswegen ist das für diese Patienten umso relevanter. Okay, und dann schwirrt ja immer so diese Druckkammer, hyperbare Sauerstofftherapie durch die Gegend. Wenn ich jetzt nicht in einem Zentrum bin, wo es diese Kammern gibt, und es sind ja wirklich ganz, ganz wenige Häuser, wann sollte ich dran denken und wie stelle ich die Indikation? Schicke ich die einfach auf den Weg oder? Genau, also immer bei einer schweren Symptomatik sollte man dran denken. Oder wenn der COHB-Wert sehr, sehr hoch ist, dann auch großzügig dran denken, gerne auch mit den Zentren dann direkt Kontakt aufnehmen. Und das würde ich euch eigentlich immer empfehlen, weil das ist eine eigene Community. Da bin ich auch selber nicht genug Experte. Und man muss auch sagen, es ist ja immer eine Einzelfallentscheidung. Ne? Das ist häufig mit einem langen Transport verbunden, mit einer extremen Logistik. Und man muss sich dann überlegen, profitiert der Patient davon wirklich? Und das würde ich eben immer in Rücksprache mit dem Zentrum entscheiden. Und wann würde ich das Zentrum kontaktieren? High-Risk-Patient oder schwere Symptomatik oder sehr hoher COHB-Wert über 20 oder so, würde ich mal Kontakt mit dem Zentrum Das aufnehmen. heißt, auf jeden, in dem Moment, wo wir die NIF auspacken, kann man zumindest schon mal die Nummer raussuchen und dort mal anrufen, oder? Kann man so Genau, kann man es zusammenfassen? in Erwägung ziehen, genau, ja. Ja, okay. Okay, Philipp, zum Glück sind die meisten Patienten jetzt nicht so schwer betroffen, muss man sagen, sondern es ist eher sowas, wo man zum Glück dran denkt. Deshalb lohnt sich auch die häufige BGA bei Leuten mit unspezifischer Symptomatik. Finde ich sowieso immer, aber das ist noch ein Argument dafür. Zwei Fragen. Du hast irgendwas vorher mit Langzeitfolgen gesagt. Da würde mich interessieren, was du dazu sagst. Und wie lange behandle ich die jetzt in der Notaufnahme? Also da Beispiel, wie gesagt, du kommst jetzt da rein, hast jetzt ein COHB von 8, ja, und hast ein bisschen Kopfschmerzen. Keine schwere Symptomatik, kein Hochrisikomensch, Nichtraucher. Wie lange behandle ich dich jetzt mit der 100% Sauerstoffmaske? Also ganz einfach gesagt, bis die Symptomatik weg ist, ne? Bis die Okay. Patienten symptomfrei sind. Und dann mache ich auf jeden Fall immer noch mal eine
Verlaufs-BGA und wenn ich dann sehe, dass der Wert deutlich runtergegangen ist, man liest häufig so 3%, aber es geht generell darum, dass Symptomatik weg ist und Wert ist stark abgefallen, dann kann man entlassen. Ne? Aber wichtig ist die Verlaufs-BGA und Symptomrückgang. Okay, und die Langzeitfolgen, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, mit den Langzeitfolgen, das ist schwierig, das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt bei der Recherche nochmal eben vor Augen geführt bekommen. Kohlenmonoxid-Intoxikation ist akut sehr, sehr gefährlich, macht aber auch viel, viel häufiger, als wir denken, Langzeitschäden. Und das können neurologische Ausfallerscheinungen sein, das oder das Herzinfarktrisiko, das steigt bei diesen Patienten im Verlauf über längere Zeit noch an. Und das ist eben abhängig, die Langzeitfolgen sind abhängig davon, wie lange COHB im Blut war. Und deswegen ist das schnelle Senken auch so relevant für unsere Patienten. Und deswegen ist auch relevant, dass wir unseren Patienten nicht sagen, okay, Käse ist gegessen, Sie haben hier ein bisschen Sauerstoff bekommen oder genifft, jetzt können Sie nach Hause gehen, nie wieder dran denken, sondern im Gegenteil, nach 4 Wochen unbedingt noch einmal mindestens beim Hausarzt ordentlich untersuchen lassen, mit einer ordentlichen neurologischen Untersuchung. Wenn irgendwelche kardialen Beschwerden dabei waren oder ein kardiales Risiko besteht, auch fachkardiologische Abklärung bzw. neurologische natürlich bei neurologischem Defizit. Okay, Philipp, das klingt ganz gut. Ich fasse kurz zusammen. Die Definition von einer Kohlenmonoxidintoxikation ist nicht nur irgendein arbiträrer Wert, sondern vor allem Exposition mit Symptomatik. Die Werte hast du vorher schon mal erwähnt, wo man besonders vorsichtig sein soll. Und man muss an Risikogruppen denken, da frühzeitig Kliniktherapie und so weiter, nämlich Kinder und Schwangere. Da müssen wir besonders aufpassen. In der Therapie unterscheiden wir quasi zwei Kategorien, nämlich die normalen, relativ stabilen Leuten mit leichter diffuser Symptomatik, die kriegen vor allem Sauerstoff und die Leute entweder High Risk oder schwere Symptomatik. Die High-Risk-schwere Symptomatik geht Richtung NIF, geht Richtung vielleicht sogar Druckkammer, da Rücksprache im Zentrum. Die anderen kriegen Sauerstoff hochdosiert und wir behandeln die auf jeden Fall so lange, bis die Symptomatik gut ist oder weg ist und der COHB-Wert fällt. Deshalb initial und bei Entlassung oder Vorentlassung eine BGA, wenn es reicht. Und als letzter Punkt, was wir als Notfallmediziner häufig vergessen, ist, es gibt relevante Langzeitschäden von CO-Intoxikation. Deshalb, auch wenn der Gesamtverlauf jetzt unspektakulär ist und man den nach ein paar Stunden oder relativ rasch entlässt, ambulante Vorstellung, Verlaufskontrolle und Wissen, dass einige Risikofaktoren sich erhöhen. So, das war's mit unserem Thema zu Kohlenmonoxid-Intoxikation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, Philipp, fürs Ausarbeiten und wir sind total gespannt auf euer Feedback, vielleicht auch eure Erfahrungen mit Druckkammer, Verlegungen, Zentren und so weiter. Schreibt uns und schaut euch die Shownotes an. Bis bald. Bis bald und tschüss bei Nerd von Medizin. Ciao.